Oh, ich habe aber Hunger, ne? Mann, Mann. Ben? Ben? Ja, Otti? Was gibt's denn heute zu essen? Ach, ich hab mal Kartoffeln gekauft, ne? Hä? Kartoffeln gekauft? Ist doch keine Mahlzeit, Kartoffeln gekauft. Ja, ich geh mal lieber gucken, ne? Was der da macht. Aha. Was wird das denn? Ja, das wird ein bunter Kartoffelsalat. Und das sind die Zutaten, ne? Zutaten? Hm? Was sind denn Zutaten? Ja, alles was man dazu tut, ne? Alles was da reingehört in das Rezept. Ja, ich kann dir das mal vorstellen. Ja, bitteschön. Kartoffeln haben wir, 750 Gramm. Gibt sicher 4 Portionen, würde ich mal tippen. Dann haben wir hier noch Möhrchen. Halbes Dutzend. Zwei Lauchzwiebeln. Lauchzwiebeln. Eine Paprika. Eine Tomate für hinterher zum Garnieren. Garnieren? Was ist das denn? Ja, garnieren ist so schmücken, ne, damit es besser aussieht. Aha, gut. Und dann haben wir hier noch eine Fleischwurst. Ah, sehr gut. Fleischwurst. Ja, so 200 Gramm, aber kann man auch deutlich weniger nehmen. Ne? Wir haben hier noch Mayonnaise, Pfeffer und Salz. Ja, das ist eigentlich alles. Alles. Und was gibt was dann? Ja, das gibt einen bunten Kartoffelsalat. Bunter Kartoffelsalat würde ich das nennen. Ah ja, bunter Kartoffelsalat. Ich nehme die Fleischwurst da. Nee, die kommt ja da nicht rein. Die kann man jetzt nicht einzeln essen. Wir nehmen auch ein bisschen weniger, ne? Ach, wir können auch alles nehmen. Wir gucken mal. Die kochen wir jetzt, die Kartoffeln, und dann sehen wir weiter, ne? Okay? Ja, okay. Dann sehen wir weiter. Okay. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. So, jetzt haben wir die Kartoffeln geschält und hier reingeworfen. Du hast ja mitgemacht. Ja, habe ich. Ja. Und jetzt müssen wir die aufsetzen und kochen. Ne? Aufsetzen. Ja, mit dem Topf auf die Herdplatte setzen. Und die sind aber auch so klein, die brauchen wir nicht kleiner schneiden. Das ist ganz günstig. Wir zeigen die einmal in die Kamera. Ja, ja, ja. So sehen die aus, ne? Ja, so sehen die aus. Und wir machen jetzt ein bisschen Salz dran, ja? Aha, warum? Ja, dann kocht er schneller. Warum? Da fragst du mich jetzt was, ne? Das ist Chemie. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist einfach so. Aha. Gut. Und ja, da müssen wir jetzt warten. Worauf? Ja, bis sie kochen. Und wenn die gekocht haben und gar sind, können wir sie ja weiterverarbeiten. Ah ja, gut. Machen wir das, ne? Warten. Ich warte nicht so gerne. Ist nicht meine Stärke, aber gut. Ja, geht nicht anders. Wir setzen jetzt auf und dann warten wir, bis die gekocht sind. Okay? Okay, ja. Gut. Dann geht's los. Okay. Ja, jetzt kochen die Kartoffeln. Bin ich mal gespannt, was dann gleich passiert. Mal sehen, ne? Bin gespannt. Gespannt. Ja. Ja, da sind die gekochten Kartoffeln. Aha, da sind sie. Bravo. Gut. Ja. Man sieht, dass sie gekocht sind an dem Abrutschen von der Gabel, ja, also wenn du jetzt hier reinpiekst, Otti, dann rutscht das hier ab und daran sieht man, dass die gar sind, ja. Aha, so. Gut. Und jetzt machen wir was? Was machen wir jetzt? Ja, was? Ja, jetzt nehmen wir die Kartoffeln und werden die auf diesem Brettchen in Scheiben schneiden.
und dann mit den anderen Zutaten vermengen. So wird das gemacht. Aha, gut. So wird das gemacht. Na gut. Ich bin mal gespannt, ne? Hör mal, Otti, ey. Da hat doch einer eine Fleischwurst genascht hier, hm? Warst du das? Nein. Ich war das nicht. Aber da hat doch jemand abgebissen. Guck dir das mal an hier. Nee, hat keiner abgebissen. Ich seh nix. Nee. Boah, da ist ja nicht mehr viel über, ne? Naja, Schnabel ist auch klein, dann kommt der Rest in die... Aber wir schneiden erstmal hier das Stückchen ab hier. Boah. Ja, eklig. Ja, der Rest schneiden wir klein. Ja, ja, schneiden wir klein. Aber ich glaube, du warst da dran. Du hast das Schrebiz oder Mops oder was? Ich weiß nicht. Mann. Komm, was über. Jetzt sind wir schon ziemlich weit. Ja, ziemlich weit, oder? Ja, wir haben alles klein geschnitten. Guck mal rein hier. Ja, ne? Schön bunt. Ja, schön bunt. Müssen wir gleich noch verrühren. Ne? Okay, darf ich das machen? Ja, darfst du machen. Und dazu muss natürlich noch Mayonnaise. Mayonnaise, gut. Hier, wie bei Pommes, ne? Da ist ja auch Mayonnaise dabei manchmal. 2 Esslöffel von dieser... Mayonnaise mit wenig Fett. Wenig Fett. Wissen wir besser. Wenig Fett, wenig Zucker. Dann sind wir auf der gesünderen Seite. Ja, okay. Die machen wir jetzt fertig. Die Mayonnaise, ein bisschen warm Wasser dran, dass es ein bisschen dünner wird. Und dann kommt das da rein. Und dann ist der Salat schon fast fertig. Ja, ich habe auch Hunger, ne? Fertig. Gut. Ja. Dann machen wir es gleich, ja? Immer die Sachen verrühren. Ja, okay, nicht gleich. Ja, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt alles fertig. Fertig, ja, fertig. Das ist das Ergebnis, unser bunter Kartoffelsalat. Ja. Ich habe aber noch einen Notizzettel gemacht, weil weil da noch was fehlte. Ne? Salz, mit Salz und Pfeffer haben wir es abgeschmeckt. Das Ganze, alles vermengt, alle Zutaten. Nicht wahr? Ja, habe ich gemacht. Ja, genau. Und der Otti hat dann festgestellt, ich probiere mal hier so ein bisschen. Ist sehr lecker, aber der Zwiebelgeschmack ist schon sehr kräftig. Ja, sehr kräftig. Und der Otti hat gesagt so, er mag gar keine Zwiebeln da drin. Nee, mag ich nicht, Zwiebeln. Und auf die Tomaten kann er auch verzichten. Ja, genau. Die mag er nur als Ketchup. Ja. Und jetzt haben wir auf die Tomaten verzichtet. Und die Zwiebeln kann er sich raussuchen. Können wir ja wieder entfernen. Ja, bitteschön. Und stattdessen nehmen wir hier ein bisschen rote Paprika da drauf. Ersetzt die Tomate, dann haben wir auch eine schöne Farbe. Ne? Ja, rot. Ja, eindeutig rot. Und das ergibt genauso einen leckeren Salat wie mit Lauchzwiebeln und Tomaten. Ja. Muss also nicht sein. Möchtest du noch mal probieren, Otti? Ja. Ich gebe dir mal was ohne Zwiebeln, so. Lecker. Da hast du dich ja so ein bisschen eingesaut. Ja, und? Macht doch nichts. Okay, ja, das ist das.
Runde Sache und wir sind fast fertig. Fertig? Ich habe das meiste gemacht. Fast alles. Mhm. Vor allem Fleischwurst hast du gemacht, ne? Klein gemacht, ja. Okay, Beilage können wir gleich noch was zeigen. Jetzt sind wir erstmal soweit fertig. Ne? Ja, fertig. Bravo. Bravo. Ja, Otti. Ja. Das sind unsere Beilagen. Aha. Das mag ich nicht. Nee, das ist ja auch nicht für dich. Das ist für mich. Ja. Das sind Spargelröllchen. Brah. Nicht brah. Spargelröllchen sind Spargel. Ist Spargel mit Schinken drum und ein bisschen Mayonnaise drin. Brah. Ja, ist ja gut. Du magst keinen Spargel. Okay. Das ist meins und du kriegst hier nicht so gesund, aber egal. Ja, sehr gesund, sehr lecker. Dünninghaus Bratwurst. Dünninghaus Bratwurst, genau. Mach dir Ketchup drauf und dann ist das perfekt. Drei Stück finde ich ein bisschen übertrieben. Drei Stück? Ja, 1, 2, 3. Ach, jetzt sehe ich auch, ne? Aber passt schon, passt schon. Ich habe großen Hunger, großen Hunger. Ja gut, dann isst du die drei Bratwürstchen und ich esse meinen Spargel. Boah, lecker. Okay, dann sind wir fertig. Haben die Mahlzeit geschafft. Perfektes Essen gemacht, ne? Ja, ich vor allem. Du vor allem, genau. Alles klar. Gut. Tschüss. Tschüss. Sag mal, Leute, hast du das Gemüsemesser gesehen? Ich suche das hier irgendwie. Ist es weg? Weiß auch nicht. Nein, hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Haha. Okay, wo ist denn das Messer hin?